Unternehmen. Über viele Jahre habe ich halt Webseitenbetreuung gemacht, viele Webentwicklungen, ziemlich viel gesehen, was es so gibt. Und in den letzten 8 Jahren fast ausschließlich WordPress gemacht. Wie gesagt, wie bei vielen Unternehmen. Und dann muss man immer gucken, ich übernehme oft Projekte. Es gibt Projekte, die da mal neu erstellt. Und dann muss man gucken, von was gibt es da, was gibt es da nicht. Insbesondere wenn man Projekte übernimmt, muss man gucken, von ja, was ist jetzt der Stand und ist eigentlich alles in Ordnung. Was halt bei WordPress halt so ist, ist sehr beliebt. Es gibt ganz viele Plugins. Wird ständig auch geguckt, von gibt es da Probleme. Das wird auch getrackt. Hier ist zum Beispiel eine Datenbank, wo alle Sicherheitslücken in WordPress getrackt werden und die werden auch veröffentlicht. Und das ist halt das Problem, sobald es hier bekannt ist, weiß jeder Hacker von, ah, da gibt es eine Sicherheitslücke. Lass ich mal gucken, welche Webseiten es so gibt, die ich mal ausnutzen kann. Und das ist die Frage von, wie kann man das vermeiden und sorgen, dass man weiß, ob alles in Ordnung ist. In einer Webseite weil man geht ja nicht jeden Tag hier auf die Seite, um zu gucken, von gibt es irgendwie neue Sicherheitslücken. Ein gutes Tool ist hier Sitecheck von Sucuri. Sucuri ist eine Sicherheitsfirma, die ganz viel WordPress-Sachen macht, die auch die Datenbank mit Sicherheitslücken pflegt. Und die haben halt eine Webseite, wo man seine eigene Webseite eingeben kann und die scannen dann die Webseite, um zu schauen, von gibt es bekannte Sicherheitslücken, erscheinen da komische Sachen, also irgendwie Werbung für Viagra ist mal so ein Zeichen, dass die Webseite gehackt wurde. Und das kann man so ab und zu mal über die Seite laufen lassen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das kann man auch automatisieren. Das WP Scan, das ist im Prinzip ein Kommandozeilentool, was genau das gleiche macht als die Webseite, ist auch von der gleichen Firma. Kann man dann halt selber irgendwo installieren und laufen lassen oder automatisch irgendwie einmal am Tag laufen lassen. Was auch immer ganz gut ist, hier WP Wartung 24 hat ein Newsletter. Die alle 2 Wochen ist es, glaube ich. Ja, Newsletter rausschickt, von was für Sicherheitslücken es bekannt geworden sind, damit man halt informiert ist, welche Sicherheitslücken es gibt. Ist mein Plugin jetzt betroffen oder meine Webseite, weil ich halt eins der Plugins oder Themes da nutze. Was auch immer ganz wichtig ist, WordPress benutzt ja PHP und PHP-Support läuft irgendwann aus. Hier ist die Übersicht von den ganzen PHP-Versionen, die unterstützt werden. Das sind halt hier im September und jetzt ist 5.6, ist die älteste Version, die noch unterstützt wird. Also wenn man älter als PHP 5.6, dann hat man wird PHP nicht mehr unterstützt und da können dann halt Sicherheitslücken drin sein und aber die werden auch nicht mehr gefixt. Also deswegen muss man gucken, von was für PHP-Version benutze ich jetzt auf meiner Webseite. Aber hier ist auch so, hier steht der ganze Plan für die unterschiedliche PHP-Versionen. 5.6 läuft noch bis Ende des Jahres. Es gibt auch 7.0, was neuer ist, aber das läuft schon bevor Ende des Jahres ab. Also wenn man jetzt eine neue Webseite hat, sollte man eigentlich mindestens 7.1 nehmen, damit alles stabil läuft und sicher ist. Aber Sicherheit ist nicht das einzige Ding, wo man darauf achten kann bei einer Webseite, was für Besucher ganz wichtig ist halt, dass die Webseite schnell lädt. Hat auch direkten Effekt auf das Google Ranking. Also für SEO ist es wichtig, weil Google hat gesagt, so, okay,
Eine schnelle Webseite ist besser für Benutzer, deswegen wird das auch besser bewertet im Ranking. Und Yellow Labs ist halt eine Webseite, wo man seine eigene Webseite testen kann, die ich immer ganz angenehm finde und der auch immer Tipps gibt, in welche Punkte man Sachen verbessern kann. Was auch immer wichtig ist, natürlich mobile Ansicht einer Webseite. Google hat jetzt einen extra Test verfügbar gestellt, dass man halt auch die Webseite auf Mobilfähigkeit testen kann, weil es inzwischen so, dass eigentlich die Mehrheit von Nutzern über mobile Geräte auf eine Webseite kommen. Und da kann man nochmal, gibt Google eine Bewertung von, wie mobil optimiert eine Webseite ist und da zu gucken von, ja, was muss man noch machen oder dass man im grünen Bereich ist. Was auch ganz praktisch ist, wenn man Google Chrome nutzt, den Webbrowser, da gibt es die sogenannten Entwicklerwerkzeuge und da gibt es einen Punkt, dass man Audits ausführen kann. Das hieß früher Lighthouse, ist jetzt integriert in Google Chrome und da kann man unterschiedliche Bewertungen machen lassen. Also hier gibt es zum Beispiel für Mobil und Desktop kann man ein Audit machen, und kann man bewerten lassen, Performance, ja, die Best Practices, aber auch auf Barrierefreiheit oder SEO. Es gibt auch so einen Punkt Progressive Web App. Das ist für die meisten Webseiten ja nicht direkt relevant. Das ist mehr, wenn man das eigentlich in einer Web-App haben will. Wird als positiv bewertet von Google, aber das ist jetzt nicht kritisch. Das für Content-Seiten ist das erstmal relativ unwichtig. Aber die Google sieht das gerne, wenn man das nutzt, aber braucht man nicht direkt zu sagen von, das will ich jetzt haben, kann man es halt einfach sagen von nicht testen. Und er kann auch so unterschiedliche Geschwindigkeiten kontrollieren. Ein neuer Test, was seit ein halbes Jahr oder so veröffentlicht wird, ist WebHint. Das wird von der JavaScript Foundation unterstützt. Die JavaScript Foundation, was eigentlich früher die jQuery Foundation war, die testen die technischen Fähigkeiten einer Webseite und geben Tipps, was man da optimieren kann. Das ist eher für Entwickler gedacht und da kann man halt noch weitere Sachen optimieren, weil ganz viele Sachen, die für 5 Jahre aktuell waren, sind jetzt nicht mehr so wichtig. Die Standards ändern sich und das WebHint-Programm sagt halt so, von was jetzt der aktuelle Stand und was ist jetzt wichtig. Natürlich, wenn man eine eigene Webseite hat, irgendwann sagt man von, okay, ich glaube, dass meine Webseite vielleicht nicht mehr so optimal ist. Viele Leute gehen dann ins WordPress-Forum und stellen da Fragen und Bego ist einer der Leute, der da ganz aktiv ist, der heute auch hier ist und die meisten Fragen, glaube ich, beantwortet. Zusammen mit dem Thorsten sind die ganz aktiv und der hat mal im Forum so einen Post geschrieben, so von, ja, was wollen wir eigentlich wissen, wenn man eine Frage stellt im Forum? Und der sagt halt so von, ja, es gibt so ein paar Sachen, die wir wissen müssen und das Erste, was da auch gesagt wird, wir haben ein Plugin, ist das Cellcheck-Plugin, was von der WordPress-Community programmiert wurde. Und da werden ganz viele Checks ausgeführt, so von was gibt's, was ist der Stand, was ist PHP-Version, was ist, gibt's bekannte Sicherheitslücken, gibt's ist alles aktuell und versucht auch irgendwie Probleme zu erkennen. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, den man
erstmal machen kann, das Plugins zu installieren, das laufen zu lassen und zu gucken, wie die Bewertung für die Webseite ist. Und die Punkte erstmal versucht zu lösen. Und ich wollte jetzt mal die unterschiedlichen Tools mal zeigen. Demo. Ich hoffe, dass ich jetzt Netz habe. So. Moment. Ich mach's mal auf duplizieren. Jetzt nicht, dass das Video jetzt Probleme macht. Okay, so. Ich habe das da mal eine genau, Webseite lokal vorbereitet. Ja, Vorführeffekt. Okay. Also hier habe ich einfach mal ein WordPress genommen und jetzt absichtlich so ein paar Sachen kaputt gemacht sozusagen, um zu sehen, was passiert. Also ich habe das jetzt installiert. Also mach mal größer. Und habe eine alte WordPress-Version jetzt installiert. Dann kann man halt hier sehen, 4.7.10. Jetzt kommt hier keine Meldung von, das ist nicht die neueste Version. Ja, was ich halt gemacht habe, man kann WordPress auch sagen, keine automatischen Updates installieren. Das ist, was ich oft mache für Kunden, weil ich dann die Pflege mache und dann sage von, ich will es vorher testen, bevor ich ein Update installiere. Und dann schalte ich es halt ab. Aber irgendwann sage ich von, ich fange ein neues Projekt an und Kunde pflegt es halt selber. Der muss dann gucken von, ist das noch alles aktuell, gibt es da Probleme oder nicht. Dann kann man halt das Health-Check-Plugin installieren. Was man halt hier findet. Und der macht so ein paar Sachen. So weiter. Der kontrolliert halt die WordPress-Version, sagt er von, okay, so ein gelber Strich so von, okay, das ist veraltet, aber nicht unbedingt ein Problem. Und hier wird halt gezeigt, so Plugins. 3 Stück, die sind nicht mehr aktuell, sollte man aktualisieren. Und es sagt auch von, ja, du hast ja irgendwie 4 Plugins installiert, die gar nicht aktiv sind. Also wenn ein Plugin nicht aktiv ist, kannst du die auch rausschmeißen, weil wenn man die Plugins nicht nutzt, dann kann da keine Sicherheitslücke entstehen. Auf der Performance hat das normalerweise eigentlich keinen Einfluss. Es kann höchstens sein, dass das Backend irgendwie etwas langsamer wird, aber es ist eigentlich vernachlässigbar. Ich sehe, dass ich habe auch ziemlich viel Themes installiert. Ich hatte eine ganz alte Version, mal eine etwas neuere Version und dann gibt es ja 2013 und dann jedes Jahr neues und dann sind die alle Themes, die sind da halt drin. Ich sage von ja, die braucht man ja nicht alle, also am besten erstmal rausschmeißen, aber auf jeden Fall aktualisieren. Aber eigentlich Themes, man hat eigentlich nur ein aktives Theme, was man nutzt. Das sollte aktiv sein. Da kann man sich noch überlegen, das aktuellste Standard-Theme installiert zu haben, falls es Probleme gibt.
dass man das Standard-Team aktiviert, um zu sehen, liegt das jetzt am Team oder gibt es andere Probleme, dass man sozusagen das Team als Fallback hat, um Probleme zu erkennen. Und er checkt auch noch weiter, von welche PHP-Version man nutzt, Datenbank-Version. Und checkt das so alles durch. Und ja, hier sagt er auch so von, ja, ich habe ja alle Updates deaktiviert über die WP-Config. Und er sagt auch von, ja, welche Konstante da definiert ist. Und sagt von, ja, das sollte man eigentlich nicht machen. Das ist halt für mich oft ja, bewusste Entscheidung, dass so zu machen, aber das heißt auch, man muss sich halt um die Updates selber kümmern und das Auto-Update funktioniert da nicht mehr. Ja, es gibt so unterschiedliche Tabs, die man nutzen kann. Also das Debugging. Was? Okay, das Debuggen kann man nutzen, um tatsächlich unterschiedliche Sachen auszuprobieren, aus- und anzuschalten, um zu sehen, was dann passiert. Wie gesagt, das wird oft benutzt, für, wenn man im Support-Forum Fragen stellt, sagen von, lass das laufen, um zu sehen, von was... was das Plugin sagt, was das Problem ist. Da kann man so ein bisschen mit rumspielen, um Sachen aus- und anzuschalten. Und hier kann man dann halt so eine Struktur, die fürs Forum dann geeignet ist. Die Problembehandlung Modus, gibt es dann noch einen Tab, das kann man aktivieren. Das ist eigentlich dazu da, unterschiedliche Sachen durchzutesten. Macht erstmal deine Backends kaputt, so quasi. Und da kann man halt durchgehen, so Sachen erstmal alles ausschalten und dann einzelne Sachen aktivieren, um zu gucken, wann tritt welches Problem auf. Aber das ist eigentlich nur, wenn man tatsächlich feststellt, man hat ein Problem und woran liegt es. So, zurück. Ja, die PHP-Version. Ist dann weiter nicht so spannend. Es gibt nur so Informationen für eine PHP-Einstellung, also die Version und alle Erweiterungen, die installiert sind. Und hier die Werkzeuge, was hier ganz interessant ist, was auch im Sicherheitstalk von vorher erwähnt wurde, die Integrität, der guckt nach alle Dateien, ob da es Veränderungen gab. Ist halt, wenn die Seite gehackt wurde, wurde irgendeine Datei geändert und diese Einstellung stellt fest, welche Datei geändert wurde und dann kann man sich die Datei dann mal anschauen, um zu sehen, von was wurde verändert und welche Dateien das sind. Was jetzt irgendwie langsam läuft. Und dann gibt es noch die E-Mail-Überprüfung, um zu gucken, ob E-Mails verschickt werden können. Ja, auch praktisch ist natürlich, wenn man sagt, automatische Benachrichtigung oder ich habe mein Passwort vergessen, jetzt kommt keine Mail an, um hier zu testen, ob das überhaupt funktioniert. Wie gesagt, für die Performance benutze ich gerne Yellow Labs.
dauert dann. Der ja, halt ein Performance-Tool, guckt, wie schnell die Webseite ist und ja, wie und gibt so Bewertungen für unterschiedliche Bereiche. Ja, mal warten, bis das fertig ist und halt das die Webseite von Sucuri. Macht dann halt einen Scan und dann das dauert dann eine Weile. Gucken. Okay, hier hat er dann irgendwie gesagt von ja, die Bewertung ist eigentlich ganz gut. 92 von 100 Punkte. Aber hier gibt es unterschiedliche Bereiche, die man sich anschauen lassen kann. Und natürlich, guck mal erstmal rote Bereiche, hier zum Beispiel Webfonts. Sagt von, ja, du hast ja 7 unterschiedliche Webfonts installiert. Das Schöne bei diesem Tool ist, dass man sich das im Detail anschauen kann und dann halt sieht, von was da für Bewertung ist. Da muss man immer gucken von... sind das Sachen, die man einfach ändern kann oder nicht? Also zum Beispiel die Webfonts. Wenn das im Theme fest verdrahtet ist, dann muss man halt das Theme anpassen. Wenn das Theme das halt nicht anbietet, dass man Fonts abschalten kann oder austauschen kann, dann muss man selber Hand anlegen. Das ist dann natürlich, braucht man halt Entwickler. Was dann schwieriger ist, um es selber anzupassen. Ja, ist natürlich abhängig von was hier dann steht, was rot ist. Zum Beispiel hier steht HTTP2 oder Speedy. Das ist halt eine Servereinstellung. Das kann man nicht ändern, das ist, was der Webhoster anbieten muss oder nicht. Dann muss man sich überlegen, ist das mir wert, um jetzt den Webhost zu ändern oder fragen von, bietet ihr das an oder nicht. Es wird oft gesagt, HTTP2 ist besser. Performance-Experten haben das getestet und die haben festgestellt, dass das die Performance-Gewinne eigentlich in reellen Situationen minimal ist. Also wenn man SSL nutzt, dann sollte man auch HTTP2 nutzen, aber wenn man es halt nicht hat, dann bringt es in der Praxis nicht so viel. Also ist hier rot, aber die Performance-Gewinne, die man damit erreichen kann, sind relativ gering. Naja, hier hat es gehandelt oder jetzt sagt er hier, ja, ist alles altes Zeug, was ich da habe, da sollte man was machen, aber hat jetzt keine Sicherheitslücken festgestellt. Also heißt relativ okay, man sollte mal Updates machen. So kann man so als seine Webseite durchgehen und die Tools halt nutzen, um zu gucken von, was ist mein aktueller Stand. Ja, Best Practices von WordPress aktualisieren sollte man eigentlich beherzigen, weil wenn man Updates installiert, dann sind die Sicherheitslücken auch minimal, weil es wird ja ständig Sicherheitslücken geschlossen. Das ist quasi der wichtigste Punkt bei Updates, dass man halt auf der sicheren Seite ist. Deswegen aufpassen, dass man die Updates nicht abschaltet. WordPress bietet ja die Funktion, dass man automatisch Updates installieren kann. Ist halt immer wichtig, automatisch Backups machen, falls was passiert, dass man es wieder zurückspielen kann. So, was ich noch weiter zeigen kann, ist
Im Mobile Check. Ja, okay. Also, ja, machen wir hier den. So, vergessen. Motorräder. Motorräder. Oh! Mensch. Ja, ich fühle mich dann immer irgendwie so ein Arbeiter. Seite ist nicht erreichbar. Ach so, ich habe es geblockt. Ah. Das hat doch nichts mit Mobil zu tun. Ah. Muss ich mal entblocken. Vielleicht will jemand sich anbieten. Ich mach mal hier de.wordpress.org. Habe ich noch eins vergessen? Ja, noch eins, aber die kenne ich so gar nicht. Okay. Also ja, hier ist alles gut, ist dann als Beispiel irgendwie nicht so schön, um zu gucken, was dann man verbessern kann. Ja, das sind halt so die Tools, die ich gerne nutze. Ja, wenn man sie nutzt, kann man halt gucken, dass man seine Webseite auf Stand bringt und man muss sich immer darauf einstellen, dass sich das auch weiterentwickelt, dass immer neue Sachen kommen. Also die ganzen Tools geben dann immer neue Tipps. Also sagen wir, alle paar Monate nochmal überprüfen. Ist auch so, dass natürlich Plugins irgendwie sich aktualisieren und die teilweise Sachen verändern, die man gar nicht mitbekommt. Und natürlich wegen Security, dass man auch mitbekommt, dass man gehackt wurde oder nicht. Ja, was man auch noch machen kann, wenn man die Google Webmaster Tools nutzt, dann kann man sich halt so eintragen lassen und Google beobachtet dann die Webseite und ist eigentlich dafür gedacht, für SEO, dass man sagt, von die Bewertung für SEO, von da gibt es Probleme, aber was Webmaster Tools auch machen, die stellen auch teilweise fest, von wenn da Spam auf der Seite kommt, dann kriegt man auch eine Nachricht von, da gibt es ein Problem. Und dann sollte man schnell reagieren, weil wenn du eine Nachricht von Google bekommst, so von da Spam, und wenn du nicht innerhalb von ein paar Tagen da reagierst, dann fliegst du halt aus dem Index raus. Und dann, ja, ist natürlich schlecht dann. Und das ist eigentlich so, was ich erzählen wollte über, wie man seine Webseite so kontrollieren kann. Ja, gibt es noch Fragen oder will jemand seine Webseite nochmal checken lassen? Also wird Video aufgenommen. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören.